Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe diesen Kanal sofort und gleich. Also heute sind wir mit dir am Start in der Daily Combo Mastery mit dem Herrn Geisch. Jo! Und mit mir nicht, Leute. Das ist einfach nur nachsynchronisiert. What? Erzählst du ja, von Schrott? What erzählst du von Schrott? Herr Geisch hat mich in der Folge richtig genervt und deswegen bin ich Spaß. So, also. Ist natürlich nicht davon. Ja, heute gucken wir mal wieder rein. Daily Combo Mastery. Es ist sonst nichts Neues im Shop. Also, wer die anderen Sachen sehen will, dann muss ich das Video von gestern reinziehen. Richtig, da war noch die Box. Da haben wir die Box noch gezeigt in der letzten oder vorletzten. Die Box, genau. Den Fry. So. Oh, ja. So witzig. Okay. Also, jetzt kommen wir mal hier rein. Als erstes haben wir Positron Shooter. Jetzt habt ihr wieder die Änderung. Ihr seht erstmal einen glücklichen Fry, dann einen bösen Fry. Dann wieder einen glücklichen Fry und dann wieder einen bösen Fry. Ja, Positron Shooter Fry ist halt eine sehr, sehr defensive Karte. Also, ist ein richtiger Tank. Also schon nice. Ist ein richtiger Tank und ja, das Ding, das kann schon ganz schön einem Kopfschmerzen bereiten. Also. Ja, aber 500 Gems weiß ich jetzt nicht, ob es wert ist. Also ich finde die Combo ziemlich cool und ziemlich geil, aber ich würde jetzt keine 500 Gems für ausgeben. So, dann haben wir als nächstes die Spin-Out Louise. Ja, und gucken wir uns mal da die Combos an. Mit Autos, ist ein bisschen arg schnell, was du da machst. Na gut, die Leute können ja einfach anhalten. Ja, oder die können auch die Wiedergabegeschwindigkeit auf. Ich kann da unten mit der Mitte. Ja, aber das auch, also dafür. Also. Wer zum Geier hat heutzutage noch den Neuanfang, die Karte? Welchen Neuanfang? Kennst du nicht mal? Es gab damals, ich weiß, ja, den gibt's immer noch, aber wer das ist voll die seltene Karte. Also, wer hat den. Wirklich den Neuanfang. Das ist dieser Feuerball. Kennst du nicht, oder? Also. Was soll das denn sein? Kann man hier irgendwo nach den Karten suchen? Ja, natürlich. Du kannst nach jeder Karte gucken. Ja, wie geht das? Einfach eine Karte eingeben. Ja, das muss nur wissen, wie die halt dann auf Englisch heißt. Ja, warte mal. Aber jetzt komm, lass uns erstmal hier weitermachen und danach gucken wir nach deiner. Welche? So. Dann haben wir als nächstes den Spaceship Pilot. Oh mein Gott, da gibt es ganze vier Kombos. Mit Blends Express Ship, Roger, Spaceship, Peter Copter und Aircraft. Ja, wow. Das lohnt Ding sich lohnt sich mal gar Agent nicht. Agent Bender lohnt sich auch nicht. Und der Agent Bender ist, auch nicht wirklich. Der Agent Bender, ganz ehrlich. Auch nicht wirklich der Burner, das Ding. Also ich spiele gerne Bender, aber diese Karte. Also diese Combo, ich kann mich kaum daran erinnern, dass ich diese Combo jemals gespielt habe. Ich wüsste es jetzt echt nicht. Aber na gut. Also lohnt sich nicht wirklich. So. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. New Beginning. Na Mist. Wie heißt denn die Karte? Kann man hier irgendwie auf der irgendwie. Gib halt mal New ein da oben bei diesem. Einfach nur New. Ja, aber da sieht man ja nur die. Da sieht man ja nur die Dinge. Die Cards. Nicht kommen, ne? Du hast nicht. Nee, also ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Nee. Ehrlich. Hier. Okay. Hä? Ach so. Paul. Wo ist die denn? Leute, einen Moment. Mal gucken. Wahrscheinlich ist nur wieder mal ein Bild davon da. Doch. Vorhanden. Doch ist es. Ohne Witz. Er ist noch ziemlich, ziemlich alt. Was soll denn das sein? Kann man irgendwie. Man kann auch nach nur Kombo-Karten. Premium Power Cards, Premium Rewards, Premium. Premium? Was ist denn hier Premium? Bist du sicher, dass du gedanklich im richtigen Spiel bist? Oh, ich kenne die Karte! Und nicht irgendwo, was weiß ich, bei Clash of Clans oder so. Nein, ich bin wirklich da bei diesem. Ja, ich bin bei diesem Spiel. Also, ich denke, ich kenne fast alles. Also, du kennst aber diese Karte. Zu 100%. Zu 1000% sogar. Zu 1000000% kennst du diese Karte.
Mit wem sollen die gemacht werden? Mit niemandem, das ist eine Kombo-Karte. Eine Pre-Combo, ja, aber eine Pre-Combo ist eine Karte, die du auch so machen kannst. Doch keine Pre-Combo, eine Kombo-Karte. Eine Kombo-Karte, das gibt Charakter. Ach, du meinst eine Support-Karte? Ja, eine Support. Ja, Kombo. Kann man ganz kurz gucken. Man hört immer kein Ton. Ja, Leute, auf jeden Fall, wenn ihr jetzt keinen Bock mehr auf die Karte habt, dann könnt. Ja. Könnt ihr jetzt abschalten. Sonst, ne? Könnt ihr jetzt auch ganz kurz euch das Video angucken? Neuanfang. Der heißt diese Karte. Hier, Fresh Start. Fresh Start heißt was, die. Was? Fresh was, Start, was? Warte, einen Moment. Was soll das denn sein? Kelly Sauer. Ja, die hat die Karte. Oh mein Gott, Kelly Sauer. Die macht ja auch nichts mehr. Die habe ich schon nie. Was? Als ob du die noch nie gesehen hast. Ich habe schon nie gesehen, die Karte. Was? Nein, die habe ich schon nie gesehen. Was? Nein, habe ich schon nicht. Das ist mit einer der seltensten Karten, die es überhaupt in diesem Spiel gibt. Ja, ist ja schön. Aber deswegen habe ich sie wahrscheinlich noch nicht gesehen. Das ist jetzt einfach mal. Ich kenne die Karte. Ich kenne was er. Oh mein Gott. Gleich Blamage für dich. Nö. Doch. Nö, die kenne ich nicht. Als ob du die nicht kennst? Nein. Habe ich auch nie gespielt, das Ding. Ja, weil du sie nicht hast. Du kannst es gar nicht haben. Mit was wurden die gemacht? Mit, das ist eine Kombo-Karte nochmal. Ach so, das ist eine Support-Karte. Ja. Fresh Start. Pff, keine Ahnung, ich habe das Ding noch nie gesehen. Hast du die noch nie gesehen? Nein, habe ich noch nie gesehen. Echt? Nein, kenne ich nicht. Echt? Kenne ich nicht. Also Leute, schreibt mal rein, wenn ihr sie kennt. Also wenn ihr sie habt. Oder wenn ihr sie sogar habt, ich kenne das Ding nicht. Ja, gleich, also gleich, Leute, ist auf jeden Fall nicht auf den neuesten Stand. Was halt, Alter, du hast gesagt, das wäre eine der ersten Karten gewesen. Ja, ich weiß, und du hast, Alter, hey, du hast vor mir angefangen. Ja, ich weiß, trotzdem kenne ich die nicht. Oh mein Gott, bist du schlecht. Alter, wo soll ich die kennen? Ja, wo sollst du sie nicht kennen? Wenn ich das Ding nicht hab, woher soll ich das? Habe ich auch noch nie bei einem Gegner gesehen. Nee? Nein! Du hast noch nie bei einem Gegner gesehen. Ich hab die noch nie bei einem Gegner. Ja, weil die Gegner sie nicht haben. Das ist normal. Ja, die ist ja schön. Oder weil sie wahrscheinlich einfach nur schlecht ist und keiner so spielen will, die wenn ist er sie schlecht. Hat. Und es hat keine. Was kommt damit raus? Gib doch mal einen jetzt bei Combo Recipes. Was kannst du mit der Combo machen? Also Leute, das, was wir jetzt zeigen, das gibt's jetzt nicht bei der Combo Mastery, ne? Das ist nicht vorhanden. So. Dort. Das ist eine. Heutzutage ist das anscheinend eine Pre-Combo. Aber es war damals, du hast ja gesehen, es war damals eine Support-Karte. Fresh Start. War eine Support-Karte. Teddy und. Flare Gun. Kannst du da gerade auch nochmal einblenden? Warte, ja. Weil das sieht ja sonst niemand. Hier. Da ist deine Combo. Also, dir da. Kenne das Ding nicht, hab schon nicht gesehen. Hast du noch nie gesehen? Nein, hab schon nicht gesehen. Alter. Erstens habe ich noch nie einen Teddy gespielt. Hast ja, und ich kenne auch keinen. Hast du den olympischen Dings? Ja, den olympischen Hammerwerfer habe ich gespielt, aber da hatte ich die Flare Gun noch nicht gehabt. Die kam erst später. Ich weiß, die kam erst später. Ja, ich habe am Anfang habe ich meistens das Gewehr gehabt. Das Gewehr. Das Gewehr. Und dann, aber dann habe ich schon kein Teddy mehr gespielt, ja. Also. Waren die Pre-Combos damals markiert, ja, oder? Boah, jetzt fragst du mich was. Herr Gleich, du musst das eigentlich wissen. Ach, Jesus, du kommst hier mit Sachen jetzt gerade an, ja. Was sind denn das schon wieder für Fetz hier? So. Ja, wenn du dich selber liken, aber ein bisschen. Ne?